Eine 19-jährige Schülerin hat ihr Tanztraining erneut wegen furchtbarer Unterleibsschmerzen abbrechen müssen. Ihre Trainerin und Freundin glaubt nicht mehr, dass es sich um normale Menstruationsbeschwerden handelt und ist mit ihr zur Notaufnahme gefahren. Von dort wurden die Frauen in die Gynäkologie zu Frauenärztin Christina Trautner überwiesen. Trautner ist mein Name, hallo. Ich würde gerne mal auf Ihr Bäuchlein gucken, wenn ich das darf. Können wir das Handy mal einen kleinen Moment hier zur Seite nehmen? Ja? Dass ich nur einmal hier schauen kann, was mit dem Bauch los ist. Tut das weh? Ja. Oh, da kann ich ja kaum drauf fassen. Was ist ja ganz harter Bauch. So weh tut das? Nee, mach mal Ultraschall. Ja? Das geht nicht. Wir müssen einmal in den Bauch reingucken. Ich kann ja so gar nichts sagen dazu. Moment, kurz darüber gehen. Okay. Ich bin hier. Ich nehme Sie mit Platz. Mhm. Kommen Sie mal mit damit. Wir gehen mal hinter den Paravan, dann können Sie sich schon mal umziehen. So. Als die Frau Henning dort auf der Untersuchungsliege lag und ich da nur ein bisschen auf den Bauch gedrückt habe und sie sofort über richtige Schmerzen geklagt hat und sich gar nicht weiter eigentlich untersuchen lassen wollte, da war mir klar, hier komme ich ohne Ultraschall nicht weiter. Wir mussten gucken, was ist mit diesem Bauch wirklich los. Können Sie mal eben das rechte Knöpfchen drücken? Mhm. Okay, danke sehr. So. Guck mal, da sieht man einen schönen Uterus. Ja. Aber am linken Eierstock eine richtig dicke, fette Zyste. Das tut weh, ich weiß das. Eine Zyste ist eine Blase mit Wasser gefüllt oder mit Gewebe gefüllt oder Blut gefüllt. Das kann ich noch nicht genau sagen, aber das Ding ist groß. Das ist fast 7 cm groß. Haben Sie richtig Schmerzen schon seit längerer Zeit. Das ist eigentlich ein Grund für eine Operation. Wie kann denn sowas entstehen? Das kann einfach eine Eizelle sein, die nicht gesprungen ist, die sich vergrößert hat. Das kann eine eingeblutete Zyste sein, in der sich Blut angesammelt hat. Das kann eine Endometriose sein, viele Dinge. Ich glaube, dass wir da nicht ohne eine Bauchspiegelung weiterkommen. Ich kann nicht hierbleiben, sorry, das geht nicht. Ich muss mit meiner Mutter reden und ja, Ihre Mutter werden wir ja doch schon erreichen. Nee, noch. Sie können ja nicht bleiben. Sie kann gerne nächste Woche wiederkommen. Moment, ich komme hier raus. Das geht, aber Sie können nicht bis nächste Woche warten mit der. Ich mach. Das geht nicht. Sie haben doch starke Schmerzen. Ja, aber es gibt Wichtigeres gerade. Aber guck mal, Sie haben eine dicke Zyste im Bauch. Ne? Wenn die platzt, werden Sie richtig Probleme haben. Aufgrund der Ultraschalluntersuchung war mir völlig klar, wir brauchen hier eine weiterführende Diagnostik. Eine große Zyste muss abgeklärt werden. Aber ich hatte das Gefühl, der Patientin war das völlig egal. Die eigenen Schmerzen waren nicht so wichtig wie die Frage danach, wo ist meine Mutter? Ich mache mal einen Vorschlag zur Güte. Wir gucken mal einmal im Schichtverfahren, im MRT, in Ihren Bauch rein und gucken mal, ob da noch andere Sachen sind und ob es eine Möglichkeit gibt, das anders zu behandeln als mit einer OP. Was halten Sie davon? Nein, ich will ehrlich nicht. Ich möchte zu Aber Sie, so nur können mal Sie die nicht Schicht, nach Hause. Nur mal Sie die Schichtaufnahme. Lea, pass auf. Du machst jetzt bitte diese Untersuchung. Das geht um deine Gesundheit. Und ich fahre zu dir nach Hause und guck nach deiner Mutter und bring dir gleichzeitig noch ein paar Sachen hier vorbei. Was ist denn mit ihrer Mutter? Was ist denn da ist jetzt so? Ist doch scheißegal. Ich will einfach nicht hierbleiben. Was versteht man daran nicht? MRT ja, das ist die Zyste. Ein Riesending. So, jetzt sind Sie mal vernünftig. Jetzt fahren wir Sie runter, schieben Sie einmal da durch und dann entscheiden wir weiter. Genau. Komm, wir müssen irgendwie jetzt zu unten an, ich fahre mit ihr. Es muss schon etwas Gravierendes mit ihrer Mutter sein, dass sich die 19-Jährige trotz heftigster Schmerzen nicht behandeln lassen will. Die Tanztrainerin hat sich direkt auf den Weg gemacht, kommt aber alleine zurück, weil sie die getrennt liebende Bürokauffrau nicht angetroffen hat. Oh, oh. Hallo. Hallo, ich wollte zu Lea. Haben Sie die Sachen mitgebracht, ne? Ja, die Bilder sind schon da. Wir können ja mal ins Zimmer gehen. Okay. Wie geht es dir denn? Komm, ich nehme sie mal mit. Komm, geh mal gucken. Hallo. Hä? Wo ist denn die Lea? Wieso hat sie denn das Hemd noch nicht angezogen? Die sollte das doch anziehen. Was ist das denn? Sieht so aus, als ob sie geweint hätte oder so. Hat sie geweint? Ich guck mal im Badezimmer. Vielleicht ist sie ja da. Frau Henning? Lena? Machen Sie mal auf. Alles gut? Nee, die Frau Henning ist weg. Wie, die ist weg? Hat jemand die Frau Henning gesehen? Schwester Selvia vermutet, dass sich die 19-Jährige heimlich aus dem Staub gemacht hat und jetzt auf eigene Faust nach ihrer Mutter sucht, um die sie sich offenbar größte Sorgen macht. Weit dürfte die Abiturientin aber mit ihren extrem starken Unterleibsschmerzen nicht gekommen sein. Kann mir jemand mal helfen? Frau Henning! Die lag Wo hast du sie gefunden? Im Treppenhaus lag sie. Lena. Und blutet. Sollen wir mal direkt ins Leute, jetzt mal hier rein. Was ist denn jetzt los? Kommen Sie mal mit. Was hast du denn angespielt? Ja, das sehe ich. Am besten. Offensichtlich gab es irgendwas, was die Frau Henning wohl sehr stark belastete. Die Mutter spielte keine ganz unwichtige Rolle.
Also hier mussten wir dann schon langsam mal wirklich herausfinden, was stimmt mit Frau Henning nicht oder was verbirgt sie uns, was zum Himmel beschäftigt sie so oder macht ihr so einen Druck und Stress? Wir brauchen nur ein paar Steri-Strips, wir müssen das nicht nähen. Sag doch mal, was ist denn mit deiner Mutter? Mach mal richtig sauber erst. Komm schon. Meine Eltern haben sich vor einem Jahr getrennt. Ja, das weiß ich ja. Und ich habe letztens ein Gespräch von Mama mitbekommen. Und dann hat sie auf einmal betont am Telefon, dass wenn sie nicht mehr da ist, dass sich jemand um mich kümmern sollte. Okay. Und seitdem, keine Ahnung, sie ist die ganze Zeit seit der Trennung, ist sie komisch, sie schläft so lange, sie geht kaum noch zur Arbeit, geht kaum noch raus, macht kaum noch was mit Freunden. Und ich habe einfach Angst, dass sie sich was abtut, dass es ihr nicht gut geht. Das kriegen wir schon hin. Und ihr wollt, dass ich hier bleibe, deswegen ist doch klar, dass ich abhauen möchte. Das kriegen wir schon hin, pass auf. Pass mal auf, jetzt mal wirklich ohne Quatsch, ne? Wir haben jetzt die MRT-Ergebnisse vorliegen und der ganze Bauch ist voll von kleinen Zysten, von Veränderungen. Da gibt's kein dran vorbei, dass wir in den Bauch reingucken müssen. Aufgrund des MRT-Befundes konnten wir noch einige andere Herde entdecken außerhalb der Zyste, die den Verdacht auf eine Endometriose weiterhin bestärkt haben und die einfach durch eine OP entfernt werden mussten. Denn bei so einer Endometriose kann es auch zu Verklebungen führen, die bei jungen Frauen dazu führen, dass kein Kinderwunsch in die Tat umgesetzt werden kann. Und das war doch für diese junge Frau ganz wichtig zu wissen. Warten Sie da erstmal ab. Sie interpretieren genau. Da vielleicht auch zu viel rein. Ne? Warten Sie, bis Ihre Mutter da ist, dann haben Sie genaue vielleicht Angaben. Vielleicht ist sie schon unterwegs, ne? Genau. Ja, vielleicht ist sie auch auf dem Weg hierhin. Vielleicht hat die auch Ihre Nummer? Ja. Sehen Sie. Ich habe auch Ihre Nummer von der Mutter. Okay. Gucken Sie mal. So, das gebe ich Ihnen wieder. Die Frau Henning teilte uns mit, dass sie ein Telefonat ihrer Mutter mitbekommen hat, in dem der Satz fiel, dass sie sich wohl nicht mehr um ihre Tochter kümmern konnte. Daraufhin wurde sie total panisch, weil sie einfach dachte, dass ihre Mutter sich vielleicht das Leben nehmen wollte. Dieses Telefonat hat es wirklich gegeben und es fiel auch dieser Satz, aber es ging um was völlig anderes. Um was es in dem Telefonat genau ging, soll die besorgte Tochter aber erst viel später erfahren. Obwohl sich ihre Mutter bis zum frühen Abend noch nicht gemeldet hat, wird die 19-Jährige für den dringend notwendigen Eingriff vorbereitet. Ohne OP könnte sie zur dauerhaften Schmerzpatientin werden und riskieren, keine Kinder zu bekommen. Frau Henning, na, das ist aber gut, dass Sie sich jetzt doch entschieden haben und vernünftig sind. Ja, das glaube ich Ihnen alles. Das bringt aber gar nichts, die Kleine. Guck mal, der ganze Bauch ist voller Zysten. Das MRT-Bild hat das ja noch mal ganz deutlich gemacht. Wir kommen daran nicht vorbei. Und Sie sind ja in einer Stunde wieder wach. Und vielleicht haben Sie sich in der Stunde was angetan? Ach, um Gottes Willen, denken Sie doch nicht so negativ. Jetzt sind Sie erst mal dran. Ne? Ihre Freundin versucht nach wie vor, Ihre Mutter zu erreichen. Und wenn alle Stricke reißen, können wir immer noch die Polizei einschalten. Aber müssen erst mal ein paar Stunden vergehen lassen. Es ist ja nicht jeder gleich verschollen. Oder tut sich was an? Nein, das ist Quatsch. Ich freue mich, dass Sie jetzt so vernünftig sind. Okay. Ich gehe mich waschen, ne? Ja. Sie sind bei ihr, ne? Ja, sie hat schon ein bisschen was gekriegt. Das kommt gleich. Während der Bauchspiegelung werden Zysten und verdächtige Zellinseln entfernt. Ein Routineeingriff für das OP-Team. Als die Schülerin danach wieder in ihrem Patientenzimmer ist, fehlt von ihrer vermeintlich depressiven Mutter noch immer jede Spur. Wie ist die OP verlaufen? Der ganze Bauch, die OP ist gut verlaufen, aber der ganze Bauch war voll von kleinen Herden der Gebärmutterschleimhaut. Also sie haben eine dicke, fette Endometriose gehabt. Endometriose heißt, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das bedeutet, wenn sich Schleimhaut aus der Gebärmutter bei der Periode nicht nach unten durch die Scheide entleert, sondern die Gebärmutter hat ja diese Arme, die Eileiter, wenn das nach oben geht, die Gebärmutter drückt sich zusammen, will ja das Blut loswerden und drückt das in die Bauchhöhle rein. Okay. Und das Dumme, was dann passiert, diese kleinen Herde setzen sich im Bauch fest und da wird jeden Monat wieder neues Blut drauf aufgebaut, wie in der Gebärmutter vor der Periode und kann nicht raus. Können Sie dann trotzdem noch Kinder kriegen? Ja, ja, na klar. Oder kann warum das denn wieder nicht? Auftauchen? Hier ist Ihre Mutter. Ja, das kann wieder. Mama. Ach, endlich. Danke. Ach, endlich. Weißt du, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Was ist passiert? Hallo. Ich weiß nicht. Was ist ich habe dich die ganze Zeit versucht anzurufen. Halt, halt, halt. Moment mal. Jetzt entschuldigen Sie bitte. Ihre Tochter ist ja operiert worden. Die hat noch Narben im Bauch. Legen Sie sich jetzt mal vernünftig. Können wir beide mal einen Moment nach vorne und nach draußen gehen? Ich erzähle Ihnen das in Ruhe, ja? Lass mal Sie einen kleinen Moment hier liegen. Ja? Sie dürfen ja gleich zu ihr. Ja? 2 Minuten brauchen wir beide nur. Ja, okay. Trautner ist mein Name. Hallo, kommen Sie einfach mit. Als ich gerade noch dabei war, der Frau Henning nach der OP zu erklären, wie alles gelaufen ist, kam in dem Moment ihre Mutter plötzlich überraschend ins Patientenzimmer,
was für Aufregung sorgte und was mir nicht so recht in den Kram gepasst hat, weil der Bauch ja gerade frisch operiert war und die Patientin sich da doch sehr, sehr aufgeregt hat. Also, ihre Tochter kam mit Schmerzen, konnte sich kaum noch auf den Beinen halten, wollte sich hier nicht operieren lassen. Wir mussten viel, viel tun dafür, dass sie uns vertraut hat zum Schluss. Sie hat dann noch versucht, hier abzudüsen, hat sich eine Platzwunde eingefangen beim Runterfallen der Treppe, weil sie sich solche Sorgen macht, die denkt wirklich, sie haben eine Depression. Eine Depression? Ihre Tochter hat ein Telefonat belauscht, in dem sie gehört hat, dass sie scheinbar irgendwann für sie nicht mehr da sein können. Nein, das hat sie gehört. Wer sich dann um sie kümmert, Mensch Leute, was ist denn das bei euch? Das war ganz schlimm, das tut mir leid. Es ist ganz anders. Also es hat ein bisschen, ich wollte meine Tochter nicht belasten. Wir haben ja eine Trennung, ihr Papa, das wir haben uns einfach getrennt. Und dann hat sie das Abi, da hat sie Schwierigkeiten gehabt. Ja. Da wollte ich sie einfach nicht belasten. Womit denn nicht? Ich habe eine Krebserkrankung gehabt. Sie? Ja, ich wollte sie aber nicht damit reinbringen. Ich wollte ihr das nicht sagen. Ich hatte einfach so... Sie weiß das gar nicht. Ich hatte eine Brusterkrankung, also eine Krebserkrankung. Ich will einfach gerade total nehmen. Also, das kann ich verstehen. Wie geht's Ihnen jetzt? Wie geht's Ihnen? Ich war heute in der Klinik. Ja. Alles gut. Also ich bin krebsfrei. Also ich. Na Gott. Ja, aber ich wollte ihr das einfach nicht sagen. Sie können sich nicht vorstellen, ich wollte sie einfach nicht belasten. Doch, ich glaube das. Und Ihre Tochter denkt dauernd an Sie und will sich nicht mal operieren lassen. Und die hat gehört, dass ich Depressionen habe, dass ich mir was... Wir müssen das ganz, ganz dringend aus der Welt schaffen. Wirklich, ja? Okay, alles klar. Okay, alles klar. Super, gut, wunderbar. Die 50-Jährige hatte aus Rücksichtnahme auf ihre Tochter ihre Krebserkrankung verschwiegen und damit für dieses tragische Missverständnis gesorgt. Jetzt sieht sie ein, dass es besser gewesen wäre, wenn sie ihrem Kind von Anfang an die Wahrheit gesagt hätte. Ja, ich war heute in der Klinik und ja. Welche Klinik? Ja, Nachsorgeklinik. Für? Ich hatte Brustkrebs. Wie, du hattest Krebs? Warum hast du mir davon nichts erzählt? Du weißt dein Abi und der Papa und das Ganze. Ich wollte dich einfach nicht belasten, mein Schatz. Und dann hält man das für nötig, seiner Tochter zu verschweigen, dass die Mutter Krebs hat? Nein, mir geht's gut. Ich war doch heute in der Nachsorge. Deswegen habe ich den ganzen Tag mein Handy ausgehabt. Ich dachte die ganze Zeit, du würdest dir irgendwas antun nach dem Gespräch. Oh, Rosi. Nein, ich hab mein Handy ausgehabt. Ich war Mammographie, die ganze Untersuchung, da kann ich kein Handy anmachen. Ja, Cassandra und ich haben ja auch mehr als einmal angerufen. Ich und weiß. Ich hab dir auf die Mailbox gesprochen. Ich hab's doch gehört. Deswegen bin ich hierher gekommen, mein Schatz. Mausi, es tut mir so leid. Das ist natürlich typisch für eine Mutter, dass man alles vom Kind fernhalten will. Aber das ist natürlich nach hinten losgegangen. Eigentlich ist noch viel mehr Chaos entstanden. Letztendlich war es so, beide wollten sich gegenseitig schützen. Dass dann so ein Chaos entstand, okay, jetzt ist es so, dass sich beide nur noch auf ihre Genesung konzentrieren können. Und wir hoffen, dass alles gut verläuft. So, ich will nicht länger stören. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ich sag mal alles Gute. Sie werden sicherlich von Ihrem niedergelassenen Frauenarzt jetzt eine entsprechende Pille verschrieben bekommen, vielleicht im Langzyklus, sodass das nicht passiert. Das wird er Ihnen alles erklären. Es gibt auch Hormone, die Sie nehmen können, aber wir können das nicht so lassen. Auf jeden Fall was nehmen müssen Sie. Vielleicht begleiten Sie Ihre Tochter dahin. Da können Sie ja einiges wieder gut machen, was jetzt ein bisschen quergelaufen ist. Gibt es da noch irgendwas, was ich tun kann für Sie? Nein, einfach da sein. Und ans Handy gehen, wenn sie es versucht. Genau. Ne? Alles klar. Ich wünsche was. Viel Glück für Sie, ja? Danke. Tschüss. Tschüss, wunderschön. Dank der Operation und der Einnahme von Hormonen in Form der Antibabypille ist die 19-Jährige momentan beschwerdefrei. Die Chancen stehen gut, dass sie die Endometriose auch dauerhaft im Griff hat. Ihre Mutter ist weiterhin krebsfrei und hat versprochen, in Zukunft keine Geheimnisse mehr vor ihrer Tochter zu haben.